Ich werde ja immer wieder unter meinen Videos gefragt, ob man auch eine Alternative zu dem aktuellen Exo hat, was ich zum Beispiel gerade drin habe, oder eine Alternative zu der Exo-Waffe, die ich gerade drin habe. Und oftmals muss ich leider sagen, dann nee, weil dann das Bild nicht so funktioniert. Klar, man kann natürlich die gleichen Mods spielen und man kann auch noch die gleichen Fragmente und Aspekte spielen, aber oftmals macht das Exo an sich schon das Bild aus. Aber ich habe jetzt was gebastelt, wie sie auf dem Hunter, was jeder von euch spielen kann. Zumindest wenn ihr die Lightfall-Kampagne fertig gespielt habt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert das Video, falls euch der Content gefällt. Lasst doch vielleicht ein Abo da. Mein Kanal ist nicht mehr so weit weg von den 3000. Vielleicht schaffe ich das ja in nächster Zeit, mit euch zusammen natürlich. Würde mich sehr freuen und schaut auch noch gerne auf meinem Discord vorbei. Wenn ihr Leute sucht, für irgendwelche Aktivitäten oder auch einen Clan sucht, könnt ihr gerne mal drauf joinen. Und dann geht's jetzt weiter. Ja, das Gameplay, was ihr gerade gesehen habt, war Großmeister, Weekly Story, Solo. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ohne Exo überhaupt so weit komme. Ist auf jeden Fall lustig, aber es liegt halt auch an der Klasse, die ich spiele, mit Strang und dem Hunter und den zwei Granaten. Solltet ihr Hunter spielen, braucht ihr da wirklich anscheinend kein Exo. Also natürlich habe ich dann geschaut, dass ich das ein bisschen ausgleiche mit den Mods vor allen Dingen und mit den aktiven Waffen und Waffenschaden, der gerade aktiv ist. Zum Beispiel, dass Strang und Leere gerade mehr Schaden macht. Und jetzt Schrotflinten hatte ich jetzt nicht drin. Das wäre nochmal extra Damage gewesen. Aber so kann man das dann ein bisschen ausgleichen auf jeden Fall. Das ist jetzt auf jeden Fall dann eine Alternative zu dem Bild, das ich schon mal gemacht habe. Allerdings sind halt die Mods ein bisschen anders. Und natürlich auch die Waffen, ganz klar. Aber man könnte es vergleichen auf jeden Fall. Und man braucht auch kein bestimmtes Exo oder so. Die Super macht ultimativ viel Schaden. Und es ist einfach lustig, so einen Content zu machen, ohne dass man ein Exo braucht. Also, ich fand's lustig. Ja, beim Fahnenläufer hat sich eigentlich nichts geändert. Wir haben das Scharfschützen ausweichen. Wir haben die Fesselgranate, um die Gegner zu fesseln. Die beiden Fragmente. Dann haben wir Fahnen der Generierung, dass wir halt, wenn wir Schaden verursachen, Granatenenergie dazu bekommen. Dann haben wir noch Fahnen des Fortbestands, dass unsere bindenden Gegner, die in der Luft hängen, länger rumhängen. Und Fahnen des Verstands, wenn wir gebundene Gegner besiegen, kriegen wir Klassenfähigkeitsenergie. Und dann habe ich halt noch Fahnen der Isolation. Wenn wir mehrere Präzisionstreffer aufeinander machen, machen wir einen zerreißenden Impuls. Erstmal machen dann, wenn die Gegner gerade diesen zerreißenden Debuff haben, einen verringerten Schaden. Und es ist nochmal ein Schaden, der zusätzlich in dem Moment generiert wird, was dann nochmal ein bisschen von der Generierung pusht. Ja, Exo, wie man sieht, sieht man nichts. Mods ganz schnell hatte ich jetzt einfach nur drin, einmal Spezialmunitions- und schwere Munitionsfinder, einfach damit die Waffen halt gut und viel Muni haben. Dann hatte ich jetzt noch leere Siphon drin, war jetzt aber nicht wichtig. Auf den Händen habe ich noch Detonationsschub, wenn wir Schaden mit der Granate verursachen. Was wir machen, wenn wir sie schmeißen, machen wir Schaden damit, bekommen wir Klassenfähigkeitsenergie. Und dann habe ich noch zweimal Granaten-Kickstarter dabei. Auf der Brust habe ich eigentlich nur nochmal harmonische Reserve drin für meinen Heavy Granatenwerfer. Dann leere Widerstand und Solarwiderstand, weil es halt gerade in der Aktivität war. Dann habe ich auf den Beinen auf jeden Fall wieder schon besser. Kleines Leben wird sofort aufgeladen, wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen und unser Schild fängt an, sich aufzuladen. Dann habe ich noch Strangplünderer, dass ich einfach ein bisschen mehr Munition mitnehme für die schwere Waffe. Und Innovation, dass halt meine Granate schneller bereit ist, wenn ich eine Sphäre der Macht aufnehme. Ja, und dann auf dem Cape habe ich einmal Allzweck-Kickstarter, dann noch einmal Verteilung und noch einmal Bomber. Ja, ich habe geschaut, dass Disziplin auf jeden Fall auf 100 ist, damit wir schnell die Granate wiederbekommen. Belastbarkeit hatte ich jetzt auf 90, um einfach auch gut was auszuhalten. Mobilität habe ich jetzt auf 60 gekriegt. Wäre, glaube ich, höher noch besser, dass wir halt noch schneller ausweichen können auf jeden Fall. Ja, dann hatte ich noch einen Granatwerfer drin jetzt gerade mit Selbstladehalter und Demolierer. Ne, die Waffe lädt automatisch nach, wenn ich sie weggesteckt habe oder wenn ich eine Granate schmeiße, ganz nett. Dann hatte ich halt noch die Trichternetz dabei, einfach. Und wie gesagt, ich hatte jetzt gerade noch einen Granatwerfer mit Strang dabei, meine Nerf Gun. What? What the f***?
Wie gesagt, ich habe das Loadout jetzt einfach nur so gemacht, hier wegen der Aktivität, um es anzupassen. Also an sich könnt ihr die Waffen eigentlich spielen, wie ihr lustig seid. Hauptsache, ihr holt euch einen Vorteil aus der Aktivität, die ihr gerade spielen wollt, auf jeden Fall. Und dann hatte ich hier natürlich jetzt noch in dem Artefakt Sachen für Leere und Solar, dass das weniger Plätze einnimmt, genauso wie für die Granaten. Dann hatte ich noch Entwirrer. Wenn ich ein Gewirr mit einer Strangwaffe zerschieße, hängen sich die Gegner auch nochmal auf. Habe ich aber kaum benutzt, also ich hatte ja größtenteils war ich mit Trichternetze unterwegs. Und dann noch hier, wenn ich oder ein Mitglied meines Einsatztrupps einen Champion betäube, erhalte ich Energie für die am wenigsten aufgeladene Strangfähigkeit. Das hilft vor allen Dingen, wenn man unaufhaltsame Champions hat mit der Granate stunt, dass man dann ziemlich schnell eigentlich irgendeine Fähigkeit wieder hochkriegt. War jetzt ein kleines Update. Ich guck mal, ob ich auch ein Bild für den Warlock und für den Titan herkrieg. Ohne Exor auf jeden Fall. Werde das natürlich auch im hohen Endgame ausprobieren, um wirklich sicher zu gehen, dass ich euch da keinen Blödsinn erzähle. Also, wenn ihr Hunter spielt und habt Strang, hier ist schon mal ein Setup, das ihr auf jeden Fall spielen könnt, was gut Schaden macht, wegen der Ulti auf jeden Fall und was auch für Solo richtig gut ist, ohne dass ihr irgendwelche bestimmten Exos braucht. Oder sagen wir es so, ihr könnt euch sogar irgendein Exo aussuchen, was ihr mitnehmen wollt. Klar, der 6. Coyote ist natürlich gut, weil man dann 2 Ausweichen hat. Das ist halt auch in dem anderen Bild mit drin, was ich schon gemacht habe. Aber man kann ja vielleicht noch dann Sternverschlingerschuppen mit reinnehmen, wenn man sie hat, damit halt die Ulti nochmal ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, ich hatte da jetzt ziemlich Spaß dran, da rumzubasteln und auszuprobieren. Vor allen Dingen, dass es auch geklappt hat, das macht dann am meisten Spaß. Und jetzt werde ich mal mit dem Warlock auf jeden Fall schauen, ob das irgendwie klappt. Ja, und mit den Titan natürlich. Also, lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert das Video, lasst doch vielleicht ein Abo da, falls euch der Content gefällt. Würde mich sehr freuen und schaut auch noch gerne auf meinem Discord vorbei. Wenn ihr Leute sucht, für irgendwelche Aktivitäten oder auch einen Clan sucht, könnt ihr gerne mal drauf joinen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.